Voice of Photography, das Fotografiemagazin. Ja, herzlich willkommen zu Voice of Photography. Heute mit einem besonderen Gast und wir sind heute live im Oval, da wo mein Gast heute zwei Auftritte hat, zwei Vorträge hält. Und es handelt sich um den Münchner Fotografen Michael Martin, der Wüstenfotograf, habe ich gehört. Hallo Michael, dass du da bist, das freut mich extrem. Servus, bin froh, heute in Österreich zu sein. Gestern war ich noch in Spitzbergen, heute Morgen in München und jetzt bin ich hier in Salzburg. Ja. Super, und dann hast du Zeit mit dem gestressten Tagesalltag bei dir, Vorträge und so weiter, dass du kurz Zeit hast für uns und für unsere Zuhörer mit uns Fall. Zu sprechen. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden, war im Büro, habe eine halbe Stunde meine Enkeltochter durch den Park geschoben. Cool. Bin nach Salzburg gefahren, haben wir aufgebaut, war gerade beim Essen. Also das Perfekt. Ist so das also, aufregende Leben eines Reisefotografen. Ja, super. Also viel Reisen, das ist eh schon drinnen. Du bist allerdings viel in der Wüste unterwegs. Und seit über 35 Jahren berichtest du eben über Reise in der Wüste oder alles, um die, was Erde betrifft im Sinne dessen. Und gehörst eben zu den weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Ja, kann man so sagen, klar. Wobei ich mich schon längst von der Wüste auch wegentwickelt habe. Ich bin seit den 2017er Jahren war ich auch viel auf der ganzen Erde unterwegs, in Regenwäldern, Hochgebirgen etc. Habe das große Projekt Terra fotografiert, ein Porträt unserer Erde. Und ja, war schon sinnvoll, mich quasi erst zu spezialisieren auf die Wüsten. Dann habe ich die Eiswüsten, die Polarwüsten dazu genommen und jetzt eben die ganze Erde und habe mir halt so irgendwie einen Namen aufgebaut. Na schön. Na, wie gesagt, voll toll, weil sonst hat man halt nicht da sitzen. So, Michael, jetzt einmal das, was glaube ich alle interessiert. Wie bist du zu deinem Beruf Reisefotograf, weil den kann man nicht lernen, gekommen? Oder was war da der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du sagst, das war jetzt genau der Impuls? Letztendlich habe ich die Astronomie sowohl zum Fotografieren wie auch zum Reisen gebracht. Ich war als Kind, wirklich Kind mit 12, 13 Jahren, war ich Hobbyastronom und habe Sterne beobachtet und bald war es nicht mehr möglich, weil die Lichtverschmutzung so groß war. Und da habe ich erste Reisen begonnen, mit dem Fahrrad damals nach Tirol, um besser Sterne beobachten zu können. Und habe natürlich auch bald angefangen, die Sterne zu fotografieren. Und so bin ich dann über die Sterne zum Reisen, zum Fotografieren gekommen. Bin mit 17 mit dem Mofa nach Marokko gefahren, um dort Sterne zu fotografieren. Und sehr früh habe ich dann eben auch angefangen, Vorträge zu machen. Ich habe mit 15, also vor 46 Jahren, meinen ersten Vortrag gehalten, ersten öffentlichen Vortrag. Und habe, ja. Das war beim Zum Strasserwirt, ne? Ja, richtig. Ja, genau, im kleinen, ja, ja. Schäbiges Nebenzimmer von einem schäbigen Gasthaus. Okay. 8 Zuschauer, die gezahlt haben. Damals 3 Mark, das war durchaus moderat. Ja, okay, das sind 20 ja. Schilling gewesen damals, ja. Und ja, aber ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Mhm, ich kann das auch. Und das war halt auch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die Zeit, wo unheimliches Bedürfnis nach Informationen es gegeben hat. Die ersten Sehnsüchte nach Fernreisen kamen auf, der Dollar war gefallen, es gab günstige Flüge, es gab kein Internet, es gab keine individuellen Reiseführer. Und da ging man in Vorträge, um sich zu informieren. Wie es ausschaut dort. Und ja, genau. Ja, genau, ja. Und dann kann ich mit dem Referenten ja reden, ob es da in Marokko Probleme gibt oder was auch immer. Und so war das für mich, ja, die ideale Zeit anzufangen, die 80er Jahre. Und hab damals auf meine Plakate geklebt mit vielen Tipps zum Nachmachen. Und es hat sehr schnell ein Geschäftsmodell dann eigentlich ergeben. Und das hat mich dann im Grunde genommen durch die Jahre getragen. Und letztendlich mache ich heute nach 46 Jahren nichts anderes als 1978. Ja, das Reisen, ist so cool. Fotografieren und dann präsentieren. Also alles das, was da taugt eigentlich, oder? Absolut. Ja. Das Reisen taugt man, das Fotografieren taugt man und ihr werdet es auch heute Abend oder Nachmittag sehen, auch das Präsentieren taugt man. Das glaube ich. Weil das ist halt total wichtig, dass du in meinem Metier, wenn ich jetzt auf der Bühne bin, nicht nur gute Bilder nach Hause bringst, sondern eben gute Geschichten nach Hause bringst und diese Geschichten dann auf der Bühne live cool jeden Abend in gleicher Leidenschaft erzählen kannst. Die Geschichten stehen ja dann mit den Bildern, die du machst wahrscheinlich, oder gehst du dann schon her und sagst, ich habe jetzt, wann ich mich vorbereite auf diesen Vortrag, weil du musst aus den ganzen Massen an Bildern ja oder aus den langen, jahrelangen Projekten, musst du dann einmal so eine Diashow zusammenstellen.
fallen dir dann die Geschichten wieder ein, wie es dort was passiert ist, oder geht man dann einfach schon strukturell an das Ganze ran und sagt, man baut die Geschichte, was passiert ist, schon aber auf die Show komplett ein bisschen? Nein, also Geschichten bauen tut man nicht, sondern man reist, ich versuche immer meine Reisen sein zu lassen, keine Fotoproduktionen werden zu lassen. Ich möchte einfach den Reisecharakter beibehalten, das heißt immer low budget, das heißt immer nur zu zweit oder maximal zu dritt, keine großen Kameraleute und Tonmann und Regieassistent, dann ist die Reise verloren. Ja. Sondern das wirklich so einen Erlebnischarakter weiter zu pflegen. Und ich weiß jeden Morgen nicht, wo ich am Abend schlafe. Ich lasse alles immer auf mich zukommen. Okay. Natürlich habe ich schon, wenn ich beginne mit einem neuen Projekt, eine Ahnung, auf was es rauslaufen sollte. Sagen wir mal, alle Wüsten der Erde, da ist klar, ich muss in 40 Wüstengebiete weltweit und dann suche ich mir die aus, aber was da rauskommt und was ich dann letztendlich erzähle, wird sich einfach das ergeben. Sich dann. Und letztendlich zwischen dem letzten Bild, das ich mache, und dem ersten Bildband, der auf den Markt kommt, die erste Show, die ich zeige, die erste Ausstellung, die ich präsentiere, liegen natürlich auch wieder nicht nur Monate, sondern Jahre teilweise. Es dauert ewig, das so zusammenzustellen. Das haben wir jetzt für das aktuelle Projekt Terra Corona unheimlich geholfen, weil als Corona dann im März 20 über Europa kam, da war ich gerade schon mit 32 Reisen durch. Von 35 geplanten habe ich 32 gemacht gehabt und hatte schon Unmengen an Archivmaterial. Das heißt, du hast viel aufarbeiten können im Wald. Ich habe dann diese Corona-Zeit, die 2 Jahre, wo kein Auftritt möglich war, wo keine Reisen möglich waren, nehmen können, meine neuen Filme für Servus TV zu schneiden. Ich habe meine Bücher geschrieben, große Bücher mit viel Text, und habe meine Show erstellt. Ja, super, perfekt. Insofern kam Corona für mich zum perfekten Zeitpunkt. Ja, genau. Für viele nicht, aber für dich dann doch. Genau. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört. Der erste Vortrag, Fahrrad, Tirol. Dann hast du Mofa, Marokko. Und dann habe ich gelesen, du bist mit dem Motorrad unterwegs, mit dem VW-Bus, Eisbrecher, Hundeschlitten, alles. Helikopter. Was ist denn dein Lieblingsfortbewegungsmittel? Um Gottes Willen, ganz schwer zu sagen. Eigentlich das, wo ich als Fotograf entspannt sein kann. Und damit nicht das Motorrad, weil auf Motorrad, da bist du angestrengt, angespannt und ist cooles Verkehrsmittel, sieht toll aus zum Fotografieren, aber für einen Fotografen eigentlich nicht das Wahre, obwohl ich viel mit dem Motorrad unterwegs bin. Im Grunde genommen, es klingt blöd, aber brauchst du einen Geländewagen, einen ortskundigen Fahrer, sitzt als Fotograf auf dem Beifahrersitz und schaust dir deine Bilder an, überlegst dir, was machen willst, schaust dir die Landschaft an und scannst nach Motiven. Oder jetzt war ich bis gestern in Spitzbergen unterwegs, gestern früh war ich noch auf dem eistauglichen Schiff. Okay. Ja, auch super. Beheizte Kabine, Kaffeemaschine, und dann gehst du hinaus, war saukalt, minus 28 Grad, du fotografierst halt. Polarbären oder Landschaften und dann wird es da kalt, dann gehst du wieder rein. Also musst du aufpassen, dass du die Kamera nicht beschädigt. Ja, das ist richtig. Aber sonst, im Grunde genommen, allerdings hat sowas natürlich keinen Abenteuercharakter. Da muss ich wieder darauf aufpassen, weil die Zuschauer, die wollen natürlich Abenteuer auch mich sehen. Deswegen mische ich es einfach. Motorrad, auch zu Fuß, Kamel, was einfach optimal jeweils passt. Und solche Projekte bestehen ja nicht aus einer Reise. Terra heute Nachmittag und Abend geht zurück auf 32 Einzelreisen. Oder Planet Wüste, das letzte große Thema, ging zurück auf 40 Reisen, die ich in mehreren Jahren absolviere. Sammel, nie was veröffentliche, nie. Sondern einfach, und dann anfangen zu editieren, herauszusuchen und das umzusetzen. Ah, cool, ja, sehr interessant. Ja, weil jetzt haben wir schon so im Reisen drinnen. Vorbereitung ist natürlich dann alles, sage ich jetzt einmal. Kannst du mir kurz erklären, wie du mit einer Planung eines Projektes anfängst? Nur in kurzen Worten. Die Reise an sich ist null vorbereitet. Ja, okay. Ich brauche eine halbe Stunde runter in den Keller, meine Daunenjacke rauf, Schlafsack raus, Kameraausrüstung liegt in der Ecke. Da bin ich vormittags bis um 10 im Büro, gehe kurz nach Hause und sitze am Vormittag noch in der S-Bahn zum Flughafen und weg. Okay. Und ich weiß auch im jeweiligen Land nicht wirklich, was auf mich zukommt und was ich fotografieren möchte. Ich habe allerdings, was das Projekt betrifft, durchaus einen Plan. Ja, das denke ich mir. Ich weiß natürlich, welche Länder willst du bereisen, welche 10 Gesichter der Erde im Fall von Terra ich ansteuere. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Arktis als eine polare Region habe, werde ich jetzt nicht noch die Antarktis, die zweite polare Region dazu nehmen.
Ich werde die Regenwälder nehmen, werde mir die Steppen angucken, werde mein Hochgebirge raussuchen. So muss ich strukturell schauen, dass das ganze Projekt in sich schlüssig ist, spannend ist, aber auch geografisch fundiert, fotografisch anspruchsvoll ist und die Leute 3 Stunden lang jeden Abend unterhält. Darum geht's. Und wie ich aber das umsetze, das ergibt sich alles unterwegs. Also spontan. Ich bin da quasi wie so ein Street-Photographer, der durch die Straßen läuft und schaut, was sich ergibt. Was sich ergibt, ja, das ist sehr lässig. Ja, das ist schon cool. Und da sind es ja dann keine Passanten, wie ich sag mal in Salzburg, sondern es sind halt Jurten, Kamel, eingesunkenes Fahrzeug, was halt das. Also ich scanne im Grunde genommen meine Umgebung. Und habe festgestellt, wenn ich mich bewege, passiert mehr, als wenn ich am gleichen Punkt bleibe. Wenn du natürlich jetzt 2 Wochen bei einer Nomadenfamilie in der Mongolei bleibst, dann kriegst du schon mehr mit, als wenn du in einer Nacht bleibst. Aber klar wirst du dann vielleicht noch die Geburt des Kamels mitkriegen und der Großvater hat Geburtstag, alles schön. Aber wenn ich in den 2 Wochen, sag mal, 14 verschiedene Nomadenfamilien besuche. Du hast mehr davon. Habe ich mehr davon. Ja, das glaube ich. Ja, also, stimmt. Insofern ist es immer ein bisschen ein Abwägen, wie lange bleibe ich und wie lange, um dass ich sozusagen, also auf gut Deutsch, du kriegst in relativ kurzer Zeit, in ein paar Stunden, 80-90% von dem, was da drin ist. Genau. Okay. Und das ist natürlich auch professionell. Ja. Das wird jeder Zeitungsfotograf kennen, der hat 10 Minuten für irgendein Event und dann zum dann nächsten. Dann muss er zum nächsten, genau. Sonst ist auch schlecht, ja. Du, was fasziniert dich denn so an der Fotografie? Weil es geht ja um die Fotografie. Du verwendest in deinen Vorträgen nur Fotografie. Was ist da für dich das Faszinierende? Ich finde einfach toll, dass Bilder so viel in einem einzigen Konvolut erzählen. Ein Video braucht viel länger dafür, um eine Geschichte zu erzählen. Aber wenn ich dir ein Bild von meinem Haus zeige oder ein Bild von meiner Enkeltochter und vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu sage, ist alles gesagt. Genau, ja, stimmt. Und ein Bild ist also sehr dicht in der Information und Bilder können, wenn sie gut sind, berühren. Also die Emotionen sind Emotionen, einfach. Emotionen, man kennt all die Kriegsbilder, die zum Beispiel auch schlussendlich auch dazu beigetragen hat, dass der Vietnamkrieg irgendwann zum Ende kam und die Leute die Bilder nicht mehr ertragen konnten oder die Bilder 85 aus Äthiopien von den Hungeropfern, auch das löst was aus im Menschen. Aber auch ein Bild von einem Nomaden, von dem ich erzähle, wie hart sein Leben ist, wenn ich ein bisschen Hintergrundinformationen über eine BU-Bildunterschrift liefere oder durch einen Live-Kommentar, berühre ich die Leute. Und das kann die Fotografie ganz hervorragend. Also ich sehe mich da schon als dokumentarischer Fotograf. Ja. Natürlich jetzt nicht mit dem Anspruch des absoluten Anspruch des politischen Journalismus überhaupt nicht. Ich bin ganz klar Reisefotograf, aber ich erzähle was, erzähle Geschichten. Du dokumentierst die Geschichten, was passiert. Genau, und dokumentiere vor allem auch eine Welt, die es auch oft dann ein Jahr später gar nicht mehr gibt. Also wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue aus den 80er, 90er Jahren, da in Afrika hat es 2000 Völker, 2000 Sprachen. Ja. Es war so vielfältig, Afrika. Und jetzt ist die Globalisierung wie so ein Flächenbrand über den Kontinent gegangen. Absolut. Alle haben alte Altkleidung an aus Europa oder chinesische Billigklamotten, holen die gleiche, hören die gleiche Musik, sind Fans von AC Mailand. Das diese Gleichmacherei. Da habe ich schon mit meinen Bildern noch fast schon Zeitdokumente, obwohl ich erst seit 40 Jahren reise. Ist ja eh schon sehr lange. Nein, aber wir reden jetzt nicht von 100 Jahren. Reichen 4 Jahrzehnte aus, weil die 4 Jahrzehnte, das war einfach da, das Zeitalter der Globalisierung, wo das Ganze sich so beschleunigt hat. Du, ja, das ist sehr interessant. Und jetzt glaube ich, was auch meine Kollegen sehr interessiert, mich natürlich auch, aber ich weiß es ja schon ein bisschen, was für fotografisches Equipment verwendest du für Reisen? Weil du hast das ja zuerst gesagt, mit dem Motorrad, das ist, man hat nicht so viel Platz, man sieht die doch eben nur mit großen, langen Teleobjektiven, man braucht es ja immer wieder. Absolut. Und was ist da so das Must-Have, was du sagst, das nehme ich fix mit? Sagen wir mal so, Equipment first, würde ich sagen. Okay. Ich lasse lieber ein Buch zu Hause oder notfalls auch noch 2 Handschuhe zu Hause, bevor ich auf ein Objektiv verzichte. Okay, sehr gut. Ich bin ja unterwegs, um zu fotografieren. Ja, ja. Ich wäre bescheuert, wenn ich da auf Ausrüstung verzichten würde. Schlussendlich lande ich natürlich wie gestern bei 5 Stücken Handgepäck, bei 60 Kilo Handgepäck. Ja, ist klar. Damit ist die Ausrüstung schon mal gewichtsmäßig umschrieben. Ja, ja. Das sind die beiden Stative aber noch nicht dabei. Grundsätzlich habe ich
eine kleine Videoausrüstung, ein Sachtler-Stativ mit einer kleinen 4K-Camcorder, um einfach Interviews machen zu können, etc. Aber Filmen ist nicht mein Hauptding, ist nur da, um Fernsehfilme machen zu können, aber wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Fokus auf der Fotografie. Da war früher natürlich klar mit der analogen Fotografie, dass man verschiedene Formate dabei hatte, Mittelformat, Kleinbildformat, verschiedene Kameras für die verschiedenen Empfindlichkeiten. Heute alles nicht mehr nötig. Gott sei Dank im Endeffekt. Genau, ich habe halt einfach eine Z9 von Nikon und eine Z8 von Nikon, beides Vollformat, Digitalkameras, spiegellos, allerneueste Modelle. Und dazu dann jeweils halt eine große Range an Objektiven. Okay, ja, genau. Spiegellose Objektive, also die Z-Objektive, da lässt, ja gut, ich habe gut reden. Ich meine, ich bin Nikon Ambassador. Ja, das passt, das nicht geht bezahlen. Ja, dann muss natürlich nicht über jeden, über jede neue Brennweite nachdenken. Aber ich habe also, ich sag's mal kurz an Objektiven für die Fotografen unter den Zuhörern, 14 bis 24, also ein extremes Weitwinkelzoom, 24 bis 70 auch. Standard-Zoom und dann 70 bis 200 Zoom, alles 2,8, heilige Dreifaltigkeit in 2,8 und inzwischen auch ein 400er 2,8 mit integriertem Konverter, ja, 1,4 und damit sind die Objektive eigentlich im Wesentlichen beschrieben, habe aber zusätzlich noch zwei Objektive, die mir extrem ans Herz gewachsen sind, beides noch aus dem DSLR-Segment, ein 105er 1.4 und der 28er 1.4, beides klassische Porträtobjektive, weil das Bokeh, das dieser ist einfach wunderschön, gell, bei wunderschön, mit 1,4 Blende hast du eine irre Möglichkeit, Menschen quasi herauszuholen. Genau, ja. Also, und so sind es also, ja, ich fotografiere nur mit einer Kamera, die zweite ist einfach so Ersatzkamera und ja, und dann ganz wichtig, Drohne. Drohne. Ja gut, und von der also, kommt man nicht mehr weg jetzt. Kommt man nicht mehr weg, es ist Wahnsinn, was du da mit den Wüsten und Eisregionen machen kannst. Jetzt habe ich von Mavic die neue, die Mavic 3 Pro. Wahnsinn, eine Schärfe, eine Distanz. Bin da vorgestern noch über große Eisfelder geflogen. Während Kollegen von mir, die hatten kleinere Drohnen, die mussten nach 2 Kilometer umkehren, ohne den Gletscher erreicht zu haben. Ich habe Tschüss gesagt und weitergeflogen, bis der Gletscher kannte, weil die hatten eine Distanz von 4-5 Kilometern, wo du fliegen kannst. Dreiviertelstunde Flugzeit, dann kommst du auch wieder zurück. Kommst wieder zurück, ja. Also das ist, da ist doch genial. Ich bin seit 46 Jahren Fotograf und ich habe 2 Revolutionen erleben dürfen. Es war für mich 2009 der Umstieg auf von der analogen auf die Digitalkamera, Revolution pur. Und dann seit 2017 die Drohnen, für mich auch nochmal wie so ein Jungbrunnen, da auf einmal dreidimensional mich im Raum bewegen zu können, finde ich genial für uns Fotografen. Denk mal an Schreiner, der sägt immer noch mit derselben Kreissäge, wie vor 50 Jahren der Vater schon gesagt hat. Ja. Da hat sich nicht so viel getan. Nein, das ist richtig. Nein, bei uns, die Entwicklung ist ja, geht ja rasant und wird dann auch rasant weitergehen, da bin ich überzeugt davon. Wir haben es jetzt ganz kurz angesprochen, dein Projekt Planet Wüste, und du hast da eine unfassbare Menge an Bildern gemacht, aber es ist ein langer Zeitraum gewesen. Aber ich habe gelesen, es waren 300.000 Bilder grob. Und dass man da so eine Vorstellung, mit welchen Bildern du daheim kommst, das ist ja ein Wahnsinn. Wenn du hast jetzt erst schon beschrieben, du lässt oft viel passieren. Aber es gibt auch Dinge, die du sicher auch nicht ganz so den Zufall überlässt, sondern schon auch planst, oder? Wenn du eine Menge an Bildern trotzdem mitnimmst, weil es ja lange oder viele Reisen waren, oder? Ja gut, ich fotografiere natürlich schon viel und auch Geplantes, ja Ungeplantes, Gewolltes, Nicht-Gewolltes. Ich sammle, bin der Sammler. Jeden Abend aber dann editiere ich sofort. Ja, schon, okay. Also ich breche, sag mal, den Tagesoutput von 1000 Bildern sofort runter um 90% auf 10%. Super, ja, okay. Welches Bild im ersten Durchlauf keinen Stern bekommt bei Lightroom, das wird kaum mehr gesehen. Okay. Ich schaue es mir schon nochmal durch alles, aber ein Stern muss es haben. Und dann ist es vielleicht unter den 100 Top 100 des Tages. Und nach einer Woche hast du dann vielleicht 5000 Bilder oder so und da haben vielleicht dann 500 einen Stern. Das brichst du natürlich dann nochmal runter auf 2, 3, 4 Sterne und letztendlich, schlussendlich reichen mir von einer Reise 50 gute Bilder. Das stimmt, ja. Ja, aus nach 14 Tagen, in der Regel sind meine Reisen 14 Tage lang, habe ich 50 gute Bilder. Wenn ich aber 40 Reisen mache und das mit 50 Bilder multipliziere, bin ich bei 2000 Bilder. Genau, und damit bin ich auch bei der Zahl, die ich brauche, um eine Show zu erstellen. Also Terra zum Beispiel hat 1300 Bilder
und gehe zurück auf 30 Reisen, kannst du ungefähr ausrechnen, bis bei 40 Bilder pro Reise, die du brauchst, die rauskommen. Aber spannend habe ich gefunden, das letzte Bild, was war das? Das letzte Bild. Was du da gemacht hast von den 300.000? Das war am Vulkan in Vanuatu. Ja. Das war sehr schön, weil da waren wir 6 Tage, 6 Nächte besser gesagt, fotografieren. Am Vulkan Yasur haben Tausende, also an die 10.000 Bilder gemacht in den 6 Nächten. Und da war die letzte Nacht und wieder ein paar super geniale Eruptionen. Und die Sonne ist aufgegangen und es war einfach so für mich der Abschluss von dem Projekt gewesen. Ja. Mhm. Und das war der Abschluss von Terra. Noch dramatischer war 2015 der Abschluss von Planet Wüste. Da war ich vorher in der Antarktis und bin dann direkt von der Antarktis nach Spitzbergen in die Hocharktis geflogen und habe dort dann die totale Sonnenfinsternis in Spitzbergen fotografieren können. Und es war überraschenderweise gut Wetter und die Sonnenfinsternis gab viele technische Probleme für mich, aber ich habe sie letztendlich in der einen Minute Totalität bekommen. Also, und dann war ich so erleichtert. All die Anspannung aus den 40 Reisen, aus den 300.000 Bildern war weg, dass ich echt zum Weinen angefangen habe. Vor Erleichterung, kann ich mir vorstellen, weil ich dann einfach so glücklich war, das Projekt mit diesem ultimativen Sonnenfinsternisbild in Spitzbergen abgeschlossen zu haben. Ja, das glaube ich. Das ist schon Emotion hoch 10, ne, würde ich sagen. Ja. Also das ist vielleicht schon so ein typisches Merkmal meiner Arbeit, dass ich keine Auftraggeber habe, keine Sender, keine Zeitungen, Verlage, die würden es auch nie finanzieren. Die finanzieren dich für 5 Tage, aber auch nicht länger. Aber nicht länger, ich stelle mir quasi selber meine Themen und die tue die komplett vorfinanzieren. Da redet man von einer halben Million von pro Thema. Und tue die dann 5 Jahre, 4 Jahre lang umsetzen und dann präsentiere sie. Und zwischen dem ersten Bild und dem ersten Euro, den ich einnehme, also den ersten Euro, Jahre den ich ausgebe, den ich einnehme, liegen viele Jahre. Du musst also schon ein gewisses Polster haben. Deshalb das ist klar. Bin also nicht kein Erbe oder so, sondern nein, selber muss aufgebaut. Arbeiten. Genau. Ja, absolut. Und so kann ich halt einfach riesige Projekte privat umsetzen, finanzieren, ohne dass mir irgendeiner dazwischen dann reinritt. Kann machen, was ich will. Ja, gut, wenn einer dabei ist, der was reinritt, dann wird es eh schon nicht mehr so klasse. Aber das ist natürlich das ist das ja dann, selbstverständlich, da ist dann wieder Lektoren und Redakteure, genau die es absolut, tun. Ja, neben den zahlreichen Preisen und Auszeichnungen, was du schon für dich gewinnen konntest, finde ich es mega spannend, wie ich das gelesen habe, dass Geomagazin dir eine extra Ausgabe gewidmet hat. Wie war denn das für dich? Weil das, glaube ich, ist auch so ein bisschen ein Ritterschlag. Gell? War ganz klar ein Ritterschlag. Es gab ein paar Ritterschläge in meinem Leben. Das war sicher mein erstes Buch. Das war 1989. Dann war sicher eine Einladung der Royal Geographical Society nach London, in dem Saal referieren zu dürfen, wo Livingston und Stanley schon gesprochen haben, die ganz großen Entdecker gesprochen haben. Ja, und dann eben das Geo. Ja, das war toll, weil das war natürlich schon für mich auch ein Glücksfall, weil Christoph Kucklick war Chefredakteur von Geo für viele Jahre und wir mochten uns einfach. Und er wusste natürlich, dass ich da wirklich ein unheimliches Lebenswerk an Bildern habe. Gleichzeitig muss man auch sagen, eine Möglichkeit hatte, Geo-Hefte sozusagen unter die Leute zu bringen. Ich bin natürlich auch eine Marketingmaschine für Geo. Absolut. Und so kam das zustande, dieses Heft. Zuvor gab es ein Heft mit Alexander Gerst, dem Raumfahrer, und das zweite war dann mit mir. Ja. Also ja, ist schon ganz klasse, muss ich sagen. Man muss auch sagen, die Bedeutung dieser Magazine, selbst so Top-Magazine wie Geo, hat abgenommen. Die haben alle Auflagenschwund, weil halt heutzutage Fotografie doch eher auf dem Bildschirm. Ich wollte gerade sagen, fürs Netz und Bildschirm ist. Genau. Was war denn dein schrägstes Erlebnis bei deinen zahlreichen Reisen? Ich glaube, da gibt es nicht nur eins, da gibt es wahrscheinlich sehr viele. Unmöglich, aber das, was da so. Sagen. Verzeih mal den ein oder anderen Schwank aus davon. Nein, Leute, bitte quält mir nicht. Ich weiß es nicht. Was, das kannst nicht? Du nicht sagen. Okay. Nee, das wird. Das überfordert mich, weil. Ich nein, das jetzt nicht. Wenn wir müssten mich hinsetzen, würde ich da vielleicht 100 super schräge Geschichten aufschreiben zu können. Nee, möchte ich jetzt gar nicht so sagen. Ist okay. Es war immer spannend. Ja. Das glaube ich da. Nein, aber es hätte sein können, dass da spontan was einfällt. Nein, das würde alles andere dann auch wieder minimieren. Ich weiß, wenn du so viel gereist bist, hunderte Reisen, tausende Vorträge, es gab so unfassbare Sachen. Nee, kann ich nicht sagen. Da kann ich, klingt ein bisschen blöd, aber kann ich auf mein Buch Die Welt im Sucher verweisen. Genau. Da habe ich meine gesamten Erlebnisse in diesen 40 Jahren Fotografieren niedergeschrieben und ist bei Kneseberg erschienen, ist ein reines Buch für Fotografen und macht die gesamte Zeitreise durch von den 80er Jahren der Analogfotografie bis heute. Kann man direkt aber auf deiner Homepage, glaube ich, bestellen. Kann man bestellen, kann man sich mir zugeschickt. Und da habe ich das reingeschrieben. An das Buch habe ich Jahre hingeschrieben. Insofern kann ich die Frage also für alle, die das jetzt interessiert, das Buch bestellen, da steht es dann drinnen. Alles.
aber vielleicht kannst du uns schon, aber da kannst du uns sicher was dazu sagen. Du, wenn man so viel reist, gibt es sicher in verschiedensten Ländern auch gefährliche Situationen. Hast du eins im Kopf, wo du sagst, das war schon gefährlich, aber Gott sei Dank glimpflich ausgegangen? Oder gab es das. Weißt du, kommt, bleibt nicht aus, ja, natürlich. Ja, aber auch hier in Europa ist das Leben gefährlich. Nein, überall, Autobahn, keine Frage. A80, ja. Vor ein paar Jahren ist mir ein Falschfahrer nachts entgegengekommen auf der Autobahn A3 bei Würzburg. Hätte mich frontal zusammenstoß. Ja. Ja gut, da gab es schon Geschichten, natürlich. Ich wäre zum Beispiel in diese großen Entführungen, wo die viele Motorradfahrer aus Deutschland und Österreich entführt worden sind, 2003, bin ich um ein Haar hineingeraten, dadurch die Frage an einen Tankwart, den ich routinemäßig fragte, ob die Piste sicher sei, und der das mit Nein beantwortet hat, hat mich davor bewahrt, zum Beispiel. Oder ich bin mal im Iran, auch nachts völlig leichtsinnig, zwischen Drogenhändler und iranische Drogenpolizei geraten, die sich ein Feuergefecht geliefert haben. Wir sind im Tschad auch in die von Rebellen aufgebracht worden, die uns dann ein paar Stunden festgehalten haben. So alles Dinge, die sich letztendlich um den großen Komplex von Militär, Minen, Sicherheitskräfte, Kriminalität drehen. Es ist nicht die Natur, die gefährlich ist. Da kann ich mich vorbereiten. Ich wäre ja auch ein Greenhorn oder wäre ja auch wirklich peinlich, wenn ich jetzt da in der Wüste verdursten würde oder in der Arktis erfrieren würde, habe ich etwas falsch gemacht. Nein, es ist eher leider schon so dieser kriminell angehauchte Aspekt eigentlich. Ja, der das größere Problem darstellt. Gibt nur eins, nicht hinfahren. Ja. No-Go-Areas beachten. Wer heute nach Mali fahrt, nach Niger und dort bei Al-Qaida verschwindet, ist selber schuld. Ja, das glaube ich auch. Also da gebe ich das vollkommen recht. Du hast ja eine ganz große Anzahl an Vorträgen schon gehalten, so roundabout über 2000. Und machst auch, hast du jetzt erst gesagt, für Servus TV und so weiter verschiedene Fernsehproduktionen. Was ist denn lieber? Um Gottes Willen. Klare Antwort, fotografieren. Fotografieren und Vorträge, oder? Fotografieren, Vorträge. Fotografieren, filmen ist für mich Pflicht. Ich versuche es manchmal auch an meine Partnerin, an die Elli, meine Frau zu delegieren oder an meinen engsten Freund, den Jörg, der mich oft begleitet. Ab und zu muss ich aber auch zur eigenen Filmkamera greifen. Ja, dann bist du immer in diesem blöden Konflikt, filmen, fotografieren, wenn es Landschaften sind. Da würde ich mich auch zum Fotografieren hinziehen lassen. aber es ist auch viel schwerer, gute Filme zu machen als gute Bilder. Das stimmt schon, man braucht ein bisschen mehr Und dann die ganze Nachbearbeitung ist auch völlig unterschiedliches Arbeiten, aber ich brauche auch das Fernsehen. Ohne die vielen Servus TV, ohne die vielen ARD-Alpha-Ausstrahlungen wären meine Vorträge auch nicht gut besucht. Absolut. Ich habe mit Fernsehen nie ist eine Marketingmaschine in Wahrheit. Ne? Absolut. Ich habe mit Fernsehen nie Geld verdient, eher draufgezahlt, weil Fernsehen selber als freier Produzent zu produzieren ist so teuer, dass ich das über Lizenzverkäufe nie wieder hereinbekomme. Aber Fernsehen treibt quasi die Zuschauer zu in die Zelle. Und ich lebe von denen, die am Abend da das kommen Ticket und kaufen und dann oder meine Veranstalter, die mir ein festes Honorar bezahlen. Auch die sind froh, wenn ich die Woche zuvor im Fernsehen zu sehen war, dann ist mein Marktwert erhöht. Erhöht, genau so ist es. Ja, genau. Du tust nicht nur Vorträge halten, du machst nicht nur Filme, sondern wir haben auch heute schon darüber geredet. Es gibt Bücher von dir, auch schon mittlerweile mehr als 30 Bildbände. Ist das so ein Must-Have zu den Vorträgen oder ist es einfach eine Leidenschaft? Absolute Leidenschaft, Bücher auf höchstem Niveau zu produzieren. Projizieren tue ich auch auf höchstem Niveau. Heute Nachmittag und Abend kommt ein Beamer zum Einsatz, der 200.000 Euro kostet, 4K, 30.000 Ansehlumen. Besser geht's nicht, besser als jedes Kino. Und beim Buch bin ich genauso anspruchsvoll. Ich habe kein normales CMYK-Druckverfahren, sondern arbeite zusammen, darf zusammenarbeiten mit dem besten renommiertesten Lithografen der Welt, Dieter Kirchner, der für Anne Leibowitz, für Peter Lindbergh, Helmut Newton gearbeitet hat. Die sind alle leider gestorben. Leibowitz lebt noch, aber es ist der größte Lithograf, der auf eine geniale Art und Weise in der Lage ist, die Farben auf eine andere Art und Weise als CMYK zu separieren und sie dann mit besonderen Farben, besonderen Papieren wirklich dann auch ins Buch zu bringen. Genau. Und ich bin bei all den Buchproduktionen zusammen mit Dieter Kirchner Tage und Wochen lang an den Druckmaschinen gestanden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Und als wenn es zwei Dinge gibt, wo ich keine Gnade kenne, ist es die Show, die Multivision-Show und die Bücher. Die Filme, da könnte man sicher, gibt es noch Luft nach oben in jeder Hinsicht, aber da
fehlt mir die Leidenschaft. Mhm, ja, weil wichtig, wenn es zwei tolle Leidenschaften gibt, reicht dann reicht eh gut. Ich sehe schon die Zeit schon, ja, sehr wenig waren. Ja, jetzt haben wir eh gerade über den Beamer geredet. 30 Jahre lang hast du mit dir und dir Projektoren gearbeitet. 2009, glaube ich, war der Umstieg einmal auf digitales Equipment, was das betrifft. Heute hast du, hast gerade gesagt, ein Top-Gerät auch am Start. Hat sich da was verändert für dich oder ist es anders, angenehmer, schöner? Der Stil hat sich nicht verändert. Ich zeige bis heute Dia-Vorträge. Ja, ja. Dia-Vorträge vom Stil her. Ich habe keine Videosequenzen, habe keine Animationen, keine Masten, keine Spielereien auf der Leinwand, Bild um Bild. Mhm. Und das Ganze gut synchronisiert mit passender Musik, die sorgfältig ausgewählt ist und dazu ein passgenauer, leidenschaftlicher Live-Kommentar. Mhm. Das ist geblieben, egal ob Dia oder Beamer. Was sich verändert hat, ist natürlich, dass das digitale Fotografieren seine Vorteile hat, ja, weiß jeder von den Zuhörern. Und das andere ist, dass der Beamer halt wesentlich heller projiziert, der inzwischen in einer Qualität, die an die Dias herankommt, also was die Feinkörnigkeit betrifft, 4K ist unglaublich besser als 2K und eine enorme Helligkeit. Meine größten Leinwände sind 14 Meter groß, breit und so, taghelle Bilder. Ja, ist Wahnsinn. Das ist schon perfekt. Das Dia hat eine Limitierung bei maximal 7 Meter. Ja. Also das Dia ist ja 24 mal 36 mm groß gewesen. Und es war ein thermisches Problem, ein physikalisches Problem, Bilder größer zu projizieren. Ging nicht, war alles flau. Und jetzt habe ich strahlend helle, große Bilder. Ja. Tolle Sache. Und ganz wichtig, ich habe ein Notebook, wo ich die Bilder drauf habe, wo es Kopien gibt. Alles Sicherungskopien. Ja, ja, ja. Ich bin 30 Jahre lang in jede Pizzeria, in jedes Hotel mit meinen Dias gelaufen. Das waren insgesamt 24 Rundmagazine in zwei großen Zages-Alu-Koffern, Alu-Kisten verpackt. Die habe ich jeden Abend mitgenommen, weil die waren Millionen wert. Ja, das ich wollte gerade sagen. Das waren Unikate. Ja. Und die durften nie verloren gehen, sind auch nie verloren gegangen. Aber was für ein Aufwand. Ja. Das ist brutal. Und auch Angst, Auffahrunfall, alle Dias zerquetscht. Alles kaputt, absolut. Genau, gab es ja nur einmal die Show. Hat natürlich auch vom Gefühl her einen gewissen Reiz, dass dieses Dia, dieses Stückchen Gelatine tatsächlich damals in Mali gewesen war und jetzt im Vortragssaal ist, aber mit solchen Sentimentalitäten kann man es nicht aufhalten. Nein, das stimmt. Ja, cool. Du, was kannst uns du nur zu deinem Projekt Terra sagen? Das hast du 2017 begonnen, oder? 2017 begonnen, erste Reise, letzte Reise vom Hauptblock war dann im März 2020 bei den Nenzen-Nomaden in Sibirien. Lustigerweise hat die in Österreich geendet, unfreiwillig, weil wir in Sibirien überrascht worden sind von Corona. Putin hat noch einen Tag dann Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Dann hat Russland sich abgeregelt und wir sind dann in einer Hals-über-Kopf-Aktion raus aus den Waldtundra-Gebieten der Nenzen, gerade noch zum Flughafen nach Salekat. Von Salekat nach St. Petersburg. War schon komplett leer, der Flughafen. Dann sind wir noch nachts nach Moskau geflogen. Die gesamte Anzeigetafel schwarz, kein Flug mehr. Bis einen allerletzten einzigen Flug nach Mitteleuropa, nach Vienna, nach Wien. Und dann waren wir auf dem Flug dann gebucht. Es war aber nicht glaubend, dass die Österreicher uns reinlassen würden. Mein Sohn hat dann versucht, den Schwächert rauszufinden, ob uns die Österreicher reinlassen. Wir waren ja Ausländer als Deutsche. Und dann habe ich es nicht rausfinden können und da wollten uns tatsächlich in Schwerhardt nicht einreisen lassen. Als sie aber gehört haben, ich will sofort weiter nach München, hat dann der Zollbeamte gesagt, schleich die. Ja, aber schnell. Und dann sind wir in einem Geisterzug, für den ich noch blöderweise für 300 Euro Tickets gekauft hatte, von Wien über Salzburg zurück nach München. Und dann war Corona da. Und dann habe ich aber im Herbst 21 zu Corona-Bedingungen und im Frühling 22 dann noch zwei Reisen nachgeschoben nach Spitzbergen und habe zwischenzeitlich das Buch geschrieben und bin im Herbst 22 dann auf Tournee gegangen, habe seitdem Terra 250 Mal mit großem Erfolg gezeigt. Wahnsinn, super, ganz, ganz toll. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt habe ich nur so für unsere Zuhörer, die haben es ganz gerne, aber wieder so einen Tipp. Wenn jetzt unsere Zuhörer eine Reise planen, eine Fotoreise planen wollen, hast du da zwei, drei Tipps oder irgendwas, was du einem mit am Weg geben kannst? Leute, auf das passt auf, schaut drauf oder... Ganz einfach. Richtige Jahreszeit, richtige Tageszeit. Es macht keinen Sinn,
zur falschen Jahreszeit, sagen wir im Hochsommer, in die Wüste zu fahren. Mhm. Es macht keinen Sinn, den Indian Summer in Amerika fotografieren zu wollen, wenn du im Sommer da bist. Ja, ja. Und ich meine, es wisst ihr selber, Schnee liegt im Winter in Österreich. Absolut. Und da bringt es auch nicht, im April noch Schneelandschaften erwarten zu können. Genau, ist ja klar. Ist, ja. Aber da wird eiskalt der Fehler gemacht. Mhm. Eiskalt, mein Urlaub ist da und da, also fahren wir dorthin. Ja. Totaler Quatsch. Man muss echt gucken, zur richtigen, zur Trockenzeit, wenn es geht, nicht gerade zum Monsun in Indien zu sein. Und dann innerhalb der richtigen Jahreszeit zur richtigen Tageszeit. Mhm. 80% aller Bilder von mir entstehen in Morgen- und Abendstunden, weil einfach dann das soziale Leben voll im Gange ist, weil dann das Licht weich ist, die Schatten lang sind, ist eh klar. Aber wird immer wieder gnadenlos missachtet. Okay. Und dann sind wir halt an einem Punkt, was die Profis von den Amateuren unterscheidet. Die Profis können sich konzentrieren aufs Fotografieren. Mhm, genau, ja. Und als Familienvater mit drei quängelnden Kindern und einer Ehefrau, die wenig Verständnis hat für das Hobby des Ehemannes, ist es schwierig, weil die Kinder wollen vielleicht dann abends in Italien ihre Pizza und der Papa möchte aber das klasse Foto machen. Genau. Und also da muss man einfach sich entscheiden. Ja. Mhm. Und also ein gewisse, ich würde deswegen auch nicht unbedingt in Gruppen reisen. Eine Regel gilt für mich, nie mehr als ein Objektiv darf im Raum sein oder darf in der Situation sein. Mhm. Es ist furchtbar, wenn in einer Reisegruppe zwei, drei Leute gleichzeitig irgendeinen armen griechischen Bauer fotografieren. Ja, ja, ja. Das ist ja schrecklich. Ja? Insofern bin ich auch skeptisch, was Fotoreisegruppen betrifft. Mhm. Nein, ich find, außer bei Landschaften, denen ist es wurscht. Aber wenn man jetzt durch Indien reist, Menschen fotografiert, dann kann man zwar aus einer Gruppe heraus geschützt agieren, aber da kommt kein vernünftiges Bild zustande. Ich wollte gerade sagen, da kommt nichts mehr aus. Fotografieren ist Vertrauenssache. Es muss eine Beziehung zwischen dir und dem fotografierten Menschen entstehen. Und das geht nur 1:1. Mhm. Ja, na sehr gut. Ich glaube, da können unsere Kollegen schon was anfangen damit. Du, jetzt habe ich noch ganz kurz ein paar so Wortfragen. Du sagst einfach ganz spontan, was mehr deins ist. Fotografie oder Film? Das wissen wir. Sandwüste oder Eiswüste? Schwierig. Wüste. Okay, sehr gut. Analog oder digital? Digital. Vortrag oder Buch? Schwierig. Das ist schwierig, auch, gell? Aber beides. Ich würde sagen beides. Gell? Reisen oder zu Hause bleiben? Beides. Beides. Schönste am Reisen ist nach Hause kommen. Ja. Und schön zu Hause ist es auch dann, wenn man weiß, man kann wieder weg. Perfekt, der Kontrast ist es letztendlich und das mache ich seit 4 Jahrzehnten. Ja, seit Herbst 2022, hast du ja schon gesagt, bist du mit dem Projekt Terra unterwegs, mit deinen Vorträgen. Dazu gibt es ja einen Fernsehfilm und ein Bildband, glaube ich. Wenn ihr Lust habt, euch einen Vortrag anzuschauen, bitte schaut auf Michaels Homepage. Genau, es gibt einen Termin in Wien wieder. Mhm. Ja. Im Februar 25 bin ich in Wien, das ist der einzige österreichische Termin, außer dem des heutigen Tages. Aber ich werde sicher auch andere Termine noch in Österreich dazu nehmen. Ansonsten bin ich immer wieder froh, wenn Leute auf meine Website gehen. Mhm. Da ist ein Fundus an sich in Sachen Fotografie, Reisen, Wüste und Eis. Das kann ich nur einfach mal draufschauen. Und ich habe einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Mhm. Freue mich über jedes Mail, das mir geschickt wird. Und freue mich, wenn ich euch im Vortragssaal besuchen darf und begrüßen darf. Na, unbedingt. Na, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da heute das Haus ist voll, was ich gehört habe. Die Leute werden sicher sehr begeistert sein. Jetzt haben wir eh nicht mehr lange Zeit, dann haben wir schon Einlass. Und Michael, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die tollen Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern über deine Arbeit. Ja. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gut gefallen. Also lasst uns bitte ein Like da, abonniert den Kanal und ab sofort sind wir auf Instagram und Facebook zu finden. Und in den Shownotes findet ihr natürlich die Homepage von Michael, von der Bundesinnung und natürlich von allen Beteiligten und auch vom Oval, die was da, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Danke und einen schönen Tag. Tschüss. Servus.